Der klassische Sonntagsbrunch. Oder, wie wir Schweizer so gerne sagen, Sonntagsbrunch. Nom 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 nom. In unserem letzten Vlog habt ihr einen der schönsten Strände in Griechenland gesehen. Danach sind wir zu einem Insider-Stellplatz Nefteroti weitergefahren. Den Tipp haben wir von Kostas und Katharina erhalten. Zwei Griechen und ebenfalls Dauerreisende. Von diesem Strand aus hatten wir die perfekte Sicht auf die Insel Diaporos. Nur zu gerne hätten wir einmal die Möglichkeit gehabt, auf einer griechischen Insel zu sein. Und unser Wunsch sollte nicht unerfüllt bleiben. Ich freue mich gerade total und Stefanie sich auch, denn, boah, sieht man mich, Sonne, hallo. Da hinten stehen Malte und Franzi von Slowly But Steady und die haben ein Stand-Up-Paddle dabei. Und Stefanie und ich wollten ja schon lange mal ein Stand-Up-Paddle ausprobieren. Und das ist jetzt unsere Gelegenheit und ich bin voll aufgeregt. Mit Franzis und Maltes Stand-Up-Paddle konnten wir in etwa einer Dreiviertelstunde auf die Insel rüberrudern. Da hinten, vielleicht sieht man's, ganz da drüben stehen die beiden und unser Olaf. Das sind jetzt etwa, schätzungsweise, 3 Kilometer. Das ist noch schwierig zu sagen. Mhm. So auf See, die Stranden abschmeißen. Ich guck nachher mal auf Google Maps. Ja. Aber wir haben nur den Osmo jetzt mitgenommen. Drohne und Handy haben wir zu Hause gelassen. Aber es ist schon nice hier. Guck mal, wie groß das See da hinten gewesen sein muss. Boah. Aber hey, wir sind auf einer Insel. Auch wenn hier ganz viele Luxusvillen sind, aber so ein kleiner Strand hier, schon gemütlich. Gemeinsam mit Franzi und Malte verbrachten wir die kommenden Tage. Unter anderem auch nochmals an unserem Lieblingsstrand aus dem letzten Vlog. Wir haben viel gequatscht, uns ausgetauscht und abends die Sterne beobachtet sowie Sonnenaufgänge gefilmt.
Es ist ja echt krass, wie man lernt, Dinge zu schätzen, wenn man unterwegs ist. Wir sind jetzt etwa 2 Stunden unterwegs gewesen. Dann waren wir noch kurz einkaufen. Oh, im Lidl drin irgendwie 15 Grad und da erschlägt sich was, weil es so kalt ist. Dann kommst du raus, dann erschlägt sich, weil es so warm ist. Jetzt haben wir gesagt, hey, ich glaube, wir müssen zurück in die Ferienwohnung. Es ist echt viel zu warm. Jetzt haben wir auf der App Park von Nike gesehen, okay, jetzt gibt es so einen ganz kleinen Platz, irgendwo einen Hügel rauf mit einer kleinen Wasserquelle. Haben wir gesagt, komm, wir gehen noch kurz da hoch und gehen Wasser holen. Und jetzt stehen wir da und da läuft einfach Wasser aus der Wand raus. Ich weiß, es ist total normal eigentlich, ja. Aber für uns ist es gerade so, wow. Und es ist etwa nur 32 Grad, aber die Hitze, die drückt richtig, die erschlägt die fast, es ist ja Mittag jetzt ungefähr, ne? Ja, ja. Und wir sind am Strand, also am Strand gewesen, wir waren an der Küste zu und das ist so heiß. Und anscheinend sollte es sogar Trinkwasser sein. Das, ja, ich habe es probiert, das Wasser ist genial. Richtig frisch. Wir bleiben auf jeden Fall eine Nacht hier. Nope. Kleines Update zu dem schönen Platz, an dem wir übrigens nicht mehr stehen. So eine Stunde nach dem Video, das ich noch gemacht habe gestern, kam so ein alter Typ her, der meinte, no camping, no camping. Haben wir gesagt, ja, wir campen ja nicht. Wir wollen uns nur kurz ausruhen. Nein, 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 ich rufe gleich die Polizei, ruf die Polizei. Der hat auch dann wirklich 10 Minuten später die Polizei gerufen. Polizei kam, guckte, fuhr wieder weg. Aber dann war eigentlich schon die Magie des Platzes so für uns. Ja, damit hat es sich erledigt. Es stand eine Kirche daneben und ich sagte dann noch, der Platz ist jetzt für uns entweiht. Auch wenn der Apostel Johannes oder wer auch immer das war, dort vorbeiging, mit dem Stab auf die Mauer klopfte und dann plötzlich dort, wie aus Zauberhand, ein... Nicht Campierschild aus dem Boden schießt. Nee, eine Quelle hervorschoss. Das Ende vom Lied, wir haben noch einen anderen Platz gesucht, wurde dann noch ziemlich spät, aber ist... ein ziemlich schöner Platz hier. Da hinten ist direkt ein Strand und da hinten ist noch ein Strand und wir sind umgeben von gar nichts eigentlich. Das große Problem jetzt, wir müssen zurück in die Ferienwohnung. Ich brauche eine Klimaanlage, ich kann sonst nicht arbeiten. Es ist viel zu warm. Ich stehe nur noch in Unterwäsche rum und ich glaube, ich fahre auch gerade so. Ich war kurz im Meer baden, das Wasser hat gefühlte 25 Grad. Kommst du raus, schwitzt du wieder. Ist noch witzig, vor 4 Monaten haben wir uns auf die Ferienwohnung gefreut, dass wir heiß duschen können. Jetzt freuen wir uns auf die Ferienwohnung, dass wir kalt duschen können. Wir haben echt gerade geglaubt, Gott gesehen zu haben. Es ist so drückend heiß und dann fahren wir auf dieser langen Landstraße und sehen das hier. Frozen Ice Cream. Und wir sind reingegangen. Aber da gibt's nichts zu kaufen. Die verkaufen nur für große Firmen. Ja, so. Wir sind in der Ferienwohnung angekommen. Vor ein paar Tagen schon. Sitzen jetzt aber gerade noch im Garten. Denn wir haben noch etwas zu verkünden. Wir sind uns momentan als digitale Nomaden am Etablieren. Das bedingt natürlich, dass wir mehr Zeit benötigen, um uns in Video-Editing und pflanzliche Ernährungsberatung hineinarbeiten zu können. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit. Gleichzeitig versuchen wir natürlich an irgendwelche Jobs zu kommen, die wir auch online machen können, um unseren Lebensstil, wie wir ihn haben, auch unterhalten zu können. Mhm. Denn wir haben gespart, aber irgendwann ist das Ersparte dann auch weg. Vor allem, wenn Corona dazwischen kommt. Ist ja nicht so, dass wir nicht arbeiten wollen. Wir wollen ja arbeiten. Ah. Das braucht natürlich alles Zeit. Es braucht Zeit, diverse Jobs zu finden. Es braucht Zeit, sich in diverse Sachen einzuarbeiten. Genau. Das bedingt Strom. Das bedingt... eine Lithium-Ionen-Batterie. Ja. Ein zweites Solarpanel. Das muss noch nachgerüstet werden. Wir leben ja auf sehr kleinem Fuß. Wir haben einen sehr kleinen Lebensstandard. Aber es ist nicht kostenlos. Vanlife ist meistens, sagen wir mal, günstig, aber nicht gratis. Deshalb müssen wir uns da auch ein wenig drum kümmern. Wir haben unseren YouTube-Kanal jetzt seit über einem halben Jahr. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, wöchentlich immer donnerstags ein Video hochzuladen. Wir haben zwar nichts versprochen, aber wir haben es immer versucht, richtig so zu machen. Das war so unser Ziel, ja. Wenn wir jetzt aber zum Punkt kommen, Zeit, wie Stefanie schon gesagt hat, wir benötigen für gewisse Dinge jetzt einfach mehr Zeit. Das heißt, irgendwo müssen wir Abstriche machen. Momentan haben wir das Gefühl, wir bräuchten einen 48-Stunden-Tag. Und deshalb möchten wir ankündigen, dass unsere Videos immer noch regelmäßig kommen, aber vielleicht nicht mehr gerade alle 7 Tage. Denn Videos aufnehmen, schneiden, bearbeiten, hochladen bedeutet einen immensen Zeitaufwand. Was wir natürlich auch nicht wollen, ist
irgendwelchen Bullshit-Content zu produzieren, weil wir unter Zeitdruck stehen, mhm. den hochzuladen und nachher zu merken, das gefällt weder uns noch euch. Ja, wir genau. wollen euch ja auch wirklich, wie wir immer gesagt haben, mehr Mehrwert bieten. Mehr Mehrwert. Deshalb benötigen wir ein bisschen mehr Zeit jetzt auch für die Videos und um unser Leben ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Was heißt Leben auf die Reihe kriegen? Dass wir so unabhängig und autark und selbstständig und ihr könnt euch auch suchen. Wir sind dran. Wir geben uns Mühe. Ihr habt's gehört. Lasst uns bitte nicht im Stich. Bleibt dran. Verfolgt uns fleißig weiter. Wir werden versprechen, dass wir uns wieder melden. Und falls ihr sehen wollt, was wir an unserem Olaf gerne anders gemacht hätten, dann klickt mal auf dieses Video hier oben. Und für das neueste Video klickt da unten drauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss. Macht's gut.